Hallihallo, Hallöle, zurück hier bei GTA Online. Es ist dunkel und da vorne steht unsere Karre. Denke ich mir noch nicht so ganz die Karre ist, von der ich eigentlich dachte, dass sie es sein sollte, aber das macht ja nichts. Lalala, nix jalala. So, wir schauen mal eben einen kurzen Blick auf die Karte. Was hat er jetzt hier? Überlebenskampf, Fabrik im Nirgendwo. Das könnten wir jetzt theoretisch einfach mal ausprobieren. Warum nicht? Steigen wir doch direkt mal mit was Krassem ein. Oh, jetzt bin ich allein hier. Ja, man kann doch allein einen Überlebenskampf machen. Das kannst du doch haken. Das ist ja einfach gegangen. Ich meine, okay, kann man schon machen. Ist aber jetzt nicht Sinn der Sache eigentlich. Aber das ist mal die Gelegenheit, um hier nochmal ein bisschen so die Schießskills zu testen. Scheiß Panzerung. Jetzt seht ihr doch schon los hier. Hier müsst ihr eigentlich mal irgendwo verscharren. Verdingsen. Irgendwo in Sicherheit bringen. Maybe there. So. Okay, wir haben welche erwischt. So, gucken, ob ich jetzt hier sicherer bin. Jawohl. Ja, zack. Oh Gott, die kommt von da hinten. Da habe ich die falsche Knarre für. Na, hoch. Ja, was? Oh Gott. Ja, hab ich. Retreat! So, ich mach nochmal die. Hab ich. Ah. Oh, die lädt ganz schön langsam nach. Okay. Das ist jetzt gerade mal die erste Welle. Geh weg. Reloading.
Ach du Scheiße, hier sehe ich ja gar nichts. Scheiß Idee. Okay. Jetzt bleibt hier noch einer. Ganz da hinten. Ja. Yeah. So. Das läuft ja ganz cool. Das wird nur nicht lange so weiterlaufen. Wenn wir jetzt hier nicht bald mal brauchen gescheite Knarren. Oh Gott, die Zeit läuft schon wieder ab. Fuck. Go back. Dass sie hier nicht hinten dran vorbeilaufen. Okay, dann ist definitiv erstmal besser. Auf die Nähe. Weg. Okay, will ich nicht. Upsa, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr auf die Köpfe zielen. Der Wagen ist verständlich im Weg. Keine Muni mehr. So, wo seid ihr? Oh Gott, die Welle 2 hat gerade erst angefangen. Ach je. Nein, nee, allein ist das echt ein bisschen irrwitzig hier. Es gab mal eine Zeit, da habe ich das auf der Blazy geschafft, aber auch nur der. Gar nicht mehr. Der Schrott und Knochen war eine ganze Weile allein machbar. Aber irgendwann. Da irgendwie was geändert oder so. Keine Ahnung. Dann ging das nicht mehr. Wahrscheinlich habe ich selber gemerkt, dass es zu einfach ist. Geh weg jetzt da. Ja. Die Jungs da hinten sind ein bisschen anstrengend. Komm ich auch so nicht dran? Nee. So, jetzt sind hier vorne wieder welche. Ach, yay. Wow.
So, weg. Es werden weniger. Yep. So, wo sind die letzten zwei? Kollege, ist da seiner? Na? Ja. Hey! Ich gehe ja voll ab. Ja, aber spätestens, ich glaube, dass ich überhaupt so weit komme in der viertesten. In der viertesten? Was ist denn das Wort vierteste? Es gibt die vierte, aber es gibt noch eine Welle, die ist noch vierter als die vierte. Das ist die vierteste. In der vierten Welle nehme ich an, geht das mit mir zu Ende. Das wird jetzt schon fies mit eventuell Fahrzeugen oder so. Na, erstmal gucken, wo sie laufen. Viele tummeln sich hier vorne. Seid ihr? Ah, da hinten. Hab ich. Na? Ah, zu spät. Doch, hab ich. So, da kommt das erste Auto angefahren. Na was? Traut's euch nicht! Geh weg! Und? Kommt hier noch einer gelaufen? Nein! Das hast du dir so gedacht, hä? Das ist blöd mit dem Grünzeug hier, ich sehe nichts. Ah, fuck. Ja, okay. Ja, netter Versuch, ich geb's ja zu. Netter Versuch. Gib da ein bisschen Geld und ein bisschen Erfahrung, ist ja auch nicht falsch. Back to the free one. Weitere Tipps zu Raubüberfällen von Meisterverbrechern. Meisterverbreche, Messe, Steche, Arge, Beige. War, wat jetzt? Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Din, 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 Ladebildschirm. 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 Ladebildschirm, Ladebildschirm. Jetzt haben wir es aber. So, wir stehen da unten in unserer
Karre. I will throttle the deficit just like I used to throttle bad guys. Vote for me, Jock Cranley. This message paid for by Jock Cranley for governor. Genau, meine Meinung. Finanzen und Dienste. Gehen Sie mal hier wieder auf. Oh Gott, da ist ja nicht viel bei rumgekommen. Da haben wir wahrscheinlich für Muni mehr auszugeben als... So, was wollt ihr jetzt alle? Fallschirmsprung. Nein, kein Fallschirmsprung. So, jetzt stehe ich hier natürlich am Arsch der Welt, das ist ja klar. Mit meiner Karre wunderbar. So, irgendwas Interessantes hier am Schniesel. Eigentlich nicht so. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Ich war noch nicht fertig mit Lesen. Ich bin immer noch voll der Mini-Poops mit meinem Level 6 hier. Das wird sich auch so schnell nicht steigern, weil ich so viel ja nicht spiele, weil... Ich spiele ja, damit das hier mit den Folgen, dem ganzen Kram und so, damit das alles hinhaut, quasi im Schnitt 10 Minuten am Tag. Da kann man natürlich so viel nicht skillen. Entschuldigung. Ja, es geht ja nicht. Wrecked Boot. Mein Freund, glaubst du wirklich, deine Fahrzeuge wären sicher, wenn du sie in dieser Stadt einfach auf der Straße parkst? Ja, schon. Glaube ich. Der Nachtfalke ist hier immer noch unterwegs. Den hatten wir schon ganz am Anfang. Schöne Gruß, Nachtfalke. Er schreibt die ganze Zeit irgendwelche komischen Sachen. Ich biege hier mal ab. Wo bin ich denn jetzt hier hingefahren? Parkplatz? Von dem aus man nicht mehr wegkommt. Hui! Gucken, wie weit wir hier kommen. Wenn wir hier lang fahren. Wahrscheinlich macht es gar keinen Sinn, hier lang zu fahren. Oh. Wir kommen tatsächlich wieder auf die Straße zurück. Das ist ja cool. Und downhill. Cool. Landrennen. Wollen wir ein Landrennen machen vielleicht? Mal gucken, was das ist. Ja, ist ein anderer Zielmodus. Das soll mir recht sein, was immer das immer heißt. So, jetzt geht erstmal gleich wieder die blöde Mucke los wahrscheinlich. Jawohl. Okay. Ich lade keine Spiele ein. Battle Byte spielt hier mit Gamepad. Hier ist einer noch mit Level 10. Der Gamepad-Spieler auch Level 10. Ach, wie süß. Ja, komm. Die Sanchez nehmen wir, weil wir sind ja doch eher so Motorradfahrer. Kommen Sie, Al. Rock'n'Roll.